Jetzt ist das Gratlermeil schon wieder feucht und zusammenpappt. Was schimpfst du denn so, Leftutti? Was war es? Ein Sommer, dass er rocken, da keine Qualität. Das sag ich schon die ganze Zeit. Lieber lass ihn 100 Doppelcenter vom Pfundseder durch. Das wär der gescheites Mei. Und der soll da. Weißt du was? Ich kauf mir jetzt ein Achterl. Okay. Aber bei mir. Was? Sag mal, Axel. Machst du den Schleier mit deinen dreckigen Stiefeln? Oh, Entschuldigung. Ich hab dir schon 100-mal gesagt, du sollst mit deinen Dreckstiefeln nicht da durch den Hausgang latschen. Ja, dann musst du in Zukunft beim Bürgermeister arbeiten. Beim Bürgermeister? Warum? Weil der hat seinen Dreck am Stecker. Da fliegt keiner rum. Red nicht so saudum daher über unseren Bürgermeister. Warum? Kommt er heute wieder, der Herr Bürgermeister? Ja. Oder meinst du vielleicht die Decke für dich so auf? Ja, hätte ich ja schon gemeint. Das darf dir so passen. Malzdepp. Also, mich kannst du nicht meinen. Ich tu nur das, was man mir anschafft. Ja. Halt! Sag einmal, was fällt denn dir ein? Mit deinem Träber hinten auf den Stuhl sitzen. Ja, mit was soll ich mit denn sonst die sitzen? Ja, und am helllichten Tag ein Bier trinken. Ich trinke kein Bier. Ich prüfe Bier. Weil das ist ja mein Beruf, als Bierbraugehilfe. Ich prüfe auch gleich was. Schau dir mal, dass die Träberbatzen am Hausgang draußen wegkommen. Ja, ja, ist schon recht. Beim Herrn Bürgermeister muss natürlich wieder alles in Ordnung sein. Kommt der andere auch mit? Der Herr Lothre, der Schleimgründige. Hör auf! Das sind seine besten Freunde. Versündigt die nicht. Man versündigt sie nicht, wenn man die Wahrheit sagt. Eher, wenn man es mei hält. Aber ich sag schon nichts mehr. Über die wahren Freunde unseres splendierten Brauereibesitzers. Friedel, 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 Friedel! Schneider! Pulver, mach mir das Kronnäpfel zu! Ja. Geh weiter, die können jeden Moment kommen. Dieses blöde Kronknäpferl. Danke. Ja, was ist denn das? Ja, was zum Essen? Na. Das ist eine windige Maurer Montagsbrotzeit und keine Speisung vom Brauereibesitzer Hopfenhofer für seine besten Freund. Friedel, wir haben heute eine für mich äußerst wichtige geschäftliche Besprechung. Hm? Ja, warum? Ich habe einen schönen Speck aufgeschnitten und einen Kasten. Nein. Das ist kein Speck. Das ist eine Zeitung mit Fett dran. Ne? Und das bisschen Kasten, das hätte man früher nicht einmal in eine Maus fallen, Neidl. Damit fängt man keine Freunde, damit schafft man sich Feinde. Speck am Stück, so groß wie ein paar Haferlschuhe und so dick wie drei Bagel Schafkopfkarten aufeinander. Ja, und der Käs. Der Käs nicht viel kleiner wie ein Schubkarrenradl. Und dass wir für ja keine Löcher drin sind. Und das für einen jeden von meinen Freunden, so wahr ich dabei bin. Ja, Hilfe, Malz verrückt. Der hat doch nicht mehr alle Knädel im Seier. Ja, jetzt hör auf. Du weißt doch, seine Freunde gehen ja wie bei uns. Ja, und heute hat er wieder eine von seinen wichtigen Besprechungen mit seinen Freunden. Aber mir kann's ja wurscht sein. So, Speck wieder Zeitung mit Fettrand und Käse ohne Lecher. Friedel. Ja, was ist denn schon wieder? Mir ist mein Wadelstrops gerissen. Und die Schuhbantel. Entweder neue oder die alten aufbügeln. Ja, das sind ja Brotzeitbredel. Ja, ihr macht doch auch Brotzeit. Friedel, Porzellan. Für meine Freunde nur Porzellan. Ja, was ist das?
Haferlschuhe Größe 38. Ja, das weiß ich selber. Ich mein das. Ein Gobi. Ein Gobi. Als Hochzeitssilber von meiner Mutter tust du raus für meine Freunde. Nein, und da halb ich gekriegt. Masskrüge für meine Freunde, Masskrüge. Ja, und was trinkt man dann? Ein Hels. Ein Hels. Ein Bock. Einen Festtagsbock für meine Freunde. Was heut? Am Mittwoch? Ja, das ist mir wurscht. Mei, mei, was ist denn das? Ein Scheinbrot. Ein Scheinbrot. Beim Brei gibt's aber keine Scheinbrot. Beim Brei gibt's Leiber. Beim Brei wird den Leibern serviert. Hm? Ja, wir chillen's. Friedo, da gehören Ziegern rein. Ziegern, handgerollt, auf dem Oberschenkel einer jungen, hübschen Kubanerin. Ja, ich verstehe das nicht, dass ich mich jetzt jedes Mal ärgern muss, wenn meine Freunde kommen. Jedes Mal muss ich mich ärgern. Ja, dann lass halt nicht mehr ein. Ich lade meine Freunde so oft ein, wie ich will. Ja, deine Freunde. Hast du das noch nicht gespannt, dass die dich bloß ausnutzen, wenn sie was brauchen? Ja, mei, jeder kann einmal in eine Notlage kommen. Na ja, und da braucht man halt dann einen Freund, der hinter ihm steht, wie der Brand in der Felsung. Ja? Und jetzt halt's der mei, weil Schweigen ist Silber und Reden ist Gold. Ah, es geht hoch her. Was ist denn heute los? Ist wieder dicke Luft bei meinem Bruder. Er erwartet Gäste. Kommen wieder seine ganz speziellen Freunde, die Schlawiner. Ja. Er hat doch nicht mehr alle Flaschen im Tragel. Weiße Teller gibt's, der Rest der bleibt. Und seine Schuhbandeln, die kann er sich selber aufbiegeln. Ist schon komisch, gell? Dass es sowas gibt. Wenn seine Quelle langsam versiegt, steigt dem Herrn Preis Wasser schnell bis zum Hals. Ja, was ist denn das? Hä? Ja! Was? Ja! Aber flott! Du regst mich sowas von auf! Wenn man von seinen Freunden etwas will, muss man ihnen auch etwas bieten. So, jetzt wird es schon langsam. Ja, jetzt können sie dann bald kommen, meine Freunde. Hey, Hopfmann, alter Bierbautscher, wo bist du denn? Und du zwillen, die werden noch nicht schon da sein. Ich bin ja noch gar nicht gerichtet, ich hab ja noch nicht einmal Schuhe. Ja, leck mich am Arsch! Ja, grüß dich, Gott. Alte Malzdiener, Surkisslobrider, Trebenschaufler, Verrückter. Dein alter Spätzl, der Zapfingersimmerl ist da. Was wir? Bist das wirklich der Zapfingersimmerl? Wie er lebt, sauft und lebt. Ja, du brauer Matz. Du alte Bierkutschenschäsen. Du hohle Dauer Zipfelzapfer. Ich konnte jetzt gar nicht brauen. Aber trotzdem bin ich da. Weißt du, ich hab mir gedacht, ich mach einmal ein paar Wochen Urlaub und such alle meine Späßeln aus der Braumeisterschicht. Da angefangen hab ich beim Gramminger Weißbrei-Sitting. Dann bin ich auf Bemmering hin, führe ich zum Nürschl. Dann hab ich mir das Biegelchen angeschaut, den Saubazi hab ich auch nicht rauslassen. Dann bin ich auf Arga um mich zum Seefranzlbrei. Und da hab ich mir gedacht, ein laues Biegelbrei inkluriert, kannst du nicht hinlassen. Ja, das letzte war ich noch beim Lampebrei. Und jetzt? Bin ich da? Ja, Simmerl. Ja, es ist ja schön, dass du mich absuchst. Und ich freue mich auch ganz narrisch. Aber ich konnte jetzt überhaupt nicht brauchen. Das macht nichts, ich bleib trotzdem da. Ja, geh weiter, schenk uns ein Bier ein. Geh weiter. Du, und das mindestens drei, wenn nicht vier Tage. Weil zum Schluss aus, ich möchte nur auf Maxl Rahe mit zum Korn zu Peter. Er kennt doch den alten Braumeister. Aber der ist seiniger Zeit auch gerade verkannt. Ja, und kann nicht vor nächster Woche. Und drum bleib ich da. Ah, hast doch ein Zimmer für mich, oder? Ja, ja, Freunde. Was macht man nicht alles für einen alten Freund? Oh, hab ich keine Durst. Weißt du,
Ich war zwar beim Hergehen schon beim Schlosswirt, noch beim Schmied auf Edler, halbe, aber du wirst es nicht glauben, ich hab schon wieder eine Mordsdurst. Nein, ich glaub's dir schon. Du hast dich auch nicht geändert. Oh, ich hab meinen ersten Rausch schon im Kreißsaal gehabt, hab meine Mutter alleweil gesagt. Da schau her, Zimmerschlüssel Nummer 5. Okay, weiter, lass uns Trigger auf die alten Zeiten gehen. Prost! Oh, danke dir schön. Gut ist dein Bier. Ein bisschen malzig ist halt, aber das lasse ich schon mal. So, meine 8,5 werden jetzt müde und ich leg mich dazu. Vierte dabei. Ja, ja, vierte. Ah, du, das Zimmer 5 ist. Ich war schon zwischen 4 und 6. Haber, Leere! Vierte. Oh mei, den kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Was war denn da jetzt für eine Brüllaferin? Ja, das ist der Zapfingersimmer. Alter Spezi aus der Braumeisterschule, der mich unverhofft besucht für die nächsten 3 Tage. Aha. Wieder einer von deinen Fremden. Hä? Jetzt gefällt's mir. Hä? Ja. Ja, du mir auch. Grüß Gott, mein Name! Ja, der Herr Bürgermeister Breninger Peppi, grüß dich, guter Freund! Grüß dich, Gott, brei, wieder Freund! Ja, den Mann wirst du heute nicht brauchen. Dass du schon da bist, aber ich hab schon alles hergekriegt, gell? Wo ist denn der Teufel? Dass ihr nicht miteinander gekommen seid, so als gute Freund. Ja, weißt du, Edel, ich bin schon mal vorausgegangen, weil ich mit dir noch was zum Besprechen hätte. Weil die wirklichen Freunde sind mir zwei. Ja, nein, der Teufel schon auch, der kann ja schon zuhören. Ja, schon, aber weißt es gibt Freunde. Es gibt gute Freunde, es gibt wirkliche Freunde und es gibt wirklich gute Freunde. Und wir zwei sind wirklich gute Freunde. Sind wir doch, oder? Na ja, freilich. Ja. Siehst du, und ich als dein wirklich guter Freund hätte eine freundschaftliche Novizität für dich. Was? Es gibt was Neues für dich. Was? Jetzt pass mal auf. Also, ich als dein Freund hab mich für dich eingesetzt. Ich hab gemacht, was in meiner Macht gestanden ist. Ich habe gekämpft. Und ich kann dir sagen, das war nicht einfach. Aber ich hab mir gesagt, Peppi, hab ich gesagt, für deinen alten, wirklich guten Freund, da musst du weit aus dem Fenster ausziehen. Was ich normalerweise als Bürgermeister nie machen würde, gell? Weil mein Mann kann, der ist schon rausgefallen, weil er sich 2000 Fenster ausgelernt hat. Aber für dich, als mein wirklich guten Freund, da mache ich das. Und du wirst es nicht glauben, ich hab deinen Antrag auf Förderung durchgebracht. Nein, Peppi, das gibt's ja nicht. Das hast du geschafft. Das hab ich für dich gemacht. Deinem Antrag auf Förderung unseres Schützenvereins wurde stattgegeben. Nein. Ja, du darfst was zahlen. Oh, ehrlich? Ja, und jetzt kommt das Beste. Und das hast du nur mir als Vorstand des Schützenvereins zum verdanken, gell? Du darfst nicht bloß viel zahlen. Nein, du darfst auch bei der nächsten Fronleichnamsprozession direkt hinter mir gehen. Nicht wie sonst allebei voraus. Heuer als Ehrenmitglied des Schützenvereins. Mit der kleinen Schützenkette, versteht sich, gell? Weil ich mein, du als alter Kapselschnäuzer, du treffst ja nicht einmal einen fliegenden Elefanten auf 20 Meter. Nein, das hab ich für dich gemacht und deswegen darfst du heuer bei uns Schützen bei der Prozession mitgehen. Und wenn du wieder was zahlst, darfst du wieder bei uns mitgehen. Oh! Und von dem Haufen Geld, das was du zahlst, da kaufen wir eine neue Schankanlage für unser Schützenhaus und einen neuen Standisch. Aber einen schönen wirst du da haben. Also, eingeschlagen, Edel. Ja, ja, eingeschlagen. Sagst mir halt dann, wann ich was und wie viel zahlen darf. Freile, da steht's drauf. Für die komm gleich wieder, gell? Ja, ja, der Breninger Peppi, das ist halt ein wahrer Freund. Ja, und für seinen Schützenverein, da macht er ja alles. Oh mei, hoffentlich stören die alten Schnurrbäntel meine Freunde nicht. Ah, Teufel!
Du bist ja endlich. Du, wart, der Peppi ist gerade rausgegangen. Ich hol ihn schnell, weil dann sind wir endlich alle beieinander, weil ich hab ja was Wichtiges mit euch zu besprechen. Nein, ich hab ihn schon gesehen, aber er mich nicht. Und das ist auch gut so. Weil ich hab vor deiner privaten Besprechung noch was Wichtiges mit dir zu besprechen, so unter engste Freund. Ja, ja, aber wir sind ja alles enge Freund. Ja, aber du weißt doch, es gibt enge Freund, engere Freund und engste Freund. Ja, ja. Ja, du weißt ja, beim engen Freund, dem kannst du vertrauen, musst aber nur genau hinschauen. Beim engen Freund brauchst du nicht mehr so genau hinschauen. Und einem engsten Freund, dem kannst du blind vertrauen. Und jetzt gibst du mir deine Hand, jetzt machst du deine Hand zu und jetzt weißt du, dass ich dein engster Freund bin und du mir blind vertrauen kannst. Aha. Ja, und was sagst du mir jetzt als engster Freund? Schau, Wettel, es ist doch so. Du als Brauereibesitzer hast einen Haufen Geld. Und du merkst natürlich, dass das nur mehrer wird. Na ja, und mit dem Bier wird's ja mehrer, weil in Bayern das Bier nicht ausgeht, gell? Oh. Aber ich hätte da eine Möglichkeit an der Hand, wo du aus deinem vollen Geld noch ganz schnell mehrer machen kannst. Ja, und wir? Also schau, du als Brauereibesitzer, du kennst dich mit dem Bier aus. Ja. Und wer kennt sich mit dem Geld aus? Die Banken. Und wer kennt sich mit den Banken aus? Ich. Ja, und? Und aufgrund meiner guten geschäftlichen Beziehungen zu Banken im In- und Ausland habe ich allein die Möglichkeit, Pfandbrief zu kaufen und zu verkaufen. Okay, Pfandbrief, das war ja noch nie ein Geschäft. Was war denn das nachher für eine Bank? Ja, eine Bank im Ausland. Oh, Übersee? Nein, im benachbarten Ausland, im Nachbarland in Österreich. Nein. Ja, doch. Die Pfaba Monte Wörthersee. Die ist in Österreich, in die Alpen, mit Sitz am Wörthersee. Und ich sag dir was, die wird eines Tages einmal von einer großen bayerischen Bank aufgekauft. Ja, ein Riesengeschäft. Da bist du fein heraus und da bist du ganz vorn dabei. Ja, das kann man jetzt gar nicht umlegen. Ja, und wie viel Pfandbrief hättest du da für mich vorgesehen? Ja, ich hab mir natürlich gleich ein paar Bagel gekauft. Gell, und hab natürlich für die, da du ja mein engster Freund bist und jetzt mach deine Hand zu. Du mir blind vertrauen kannst, mach deine Augen wieder auf, hab ich natürlich ein Backel für dich auf Zeiten. Ja, ja. Aber sag für die anderen nichts, gell? Nur für die. Nein. Und wie viel müssen die da dann zahlen? Ja, ein Pfandbrief kostet einen Hunderter. Du kannst natürlich kaufen, so viel du willst, gell? Ja, freilich. Überleg dir das die nächsten Tag und sag mir dann Bescheid. Aber sag dem Bürgermeister nichts, gell? Weil du weißt ja, Politik und solche Geschäfte, die passen nicht zusammen. Nein, mag ich nicht. Du und danke. Danke, dass du da an mich gedacht hast. Keine Ursache. Du weißt doch, wenn wir zwei Geschäfte machen, kannst du immer die Augen zu machen und mir blind vertrauen. Hat er was mit den Augen, hä? Achso, nein. Wir haben bloß gerade über die Sehkraft im Alter geredet, gell. Dass die halt nachlässt wie alles andere auch, gell. Was? Schön, dass du da seid. Was? Das wolltest du doch gerade sagen, oder? Ach so, ja. Schön, dass du da seid, liebe Freund. Da sitzt euch nur gleich her. Weil ich habe ja heute was Wichtiges mit euch zu besprechen. Also. Ja, die Herren. Ein kleines Brotzeitsemmel für den ersten Appetit. Ja, was ist denn das? Hä? Ja, von eurem splendiden Freund. Ja, Friedel. Ja, so. Ja, du, wie schaut denn sie heute aus? Ja, das ist zur Feier des Tages, weil ich heute was Wichtiges mit euch zu besprechen habe. Also, meine lieben Freunde, es ist Folgendes. So, und jetzt gibt's einen Bogen. Ach, Herrgott, Friedel. Ja, du hast doch gesagt, es gibt einen Bogen. Also, zum Wohl, die Herrschaften. Ja, ja, geh ja so. Also, meine lieben. Und die Ziegern von der Kubanerin sind im Kistl. Ja, jetzt hat's leicht. Ja. Also, meine lieben Freunde, es jetzt ist. Jetzt trinken wir erst einmal. Prost! Prost. Also, jetzt sag halt endlich, was du willst. Also, meine lieben Freunde, ihr wisst ja, dass ich immer für euch da war. Und auch so manches gezahlt hab, was nicht unbedingt sein hätte müssen. Na ja. Ja.
wirst mir zum Beispiel ein Gipfelkreuz vom Matterhorn verkauft hast. Ja, mei. Oder die Sternschnuppen über dem Ammersee verkaufen wolltest. Du, gell, die waren voll gleich weg. Oder die Storpuzzelplantage in Wallerfing. Ein Versuch war es wert. Ich habe nicht wissen können, dass da ein Schlawinat dahinter steckt. Naja, ist ja auch wurscht. Ich hab's ja allerweil gern da und tue es auch immer wieder gern für euch, ihr Hoderlumpen, ihr Verreckten, ihr Obtraden. Ja, es war ja jedes Mal eine Riesengaudi. Aber jetzt hab halt ihr mal was, wo ich was von euch braucht. Ja, jederzeit! Wenn's nix kostet. Ja, was? Koste es, was es wolle, hat er gemeint. Ja, also ihr wisst ja, dass meine Eltern selig seinerzeit einen Müllerbrei zwischen mir und meinem Bruder aufgeteilt haben. Ja, ja, freilich. Ja, und zur Brauerei hat schon allerweil die obere Storkwein gehört und zur Mühle die drübere Muhlquein oberhalb vom Muhlbach. Da verzeihst du uns nichts Neues. Ja, und jetzt ist halt Folgendes. Ein Schicksal und die Natur wollen sie anders, aber meine Quelle versiegt. Ja, und zwar so schnell, dass sei gut, dass ich in einem Monat schon kein Wasser mehr habe und kein Bier mehr brauen kann. Das Ende vom Müllerbrei in 8. Generation nach 235 Jahren. Birra Bavaria Moribunda. Was? Das bayerische Bier liegt im Stern. Und das darf nicht sein. Ja, nicht nur das Bier, ich schon auch, meine Existenz steht am Spiel. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Und das, obwohl deine Quelle versiegt. Ja, und drum, Freund, drum müsst ihr mir jetzt helfen. Grüß Gott! Ja, die Tappinger Schwestern, setzt euch nur schnell her da. Na, die schönen Damen, fest seid's wieder beieinander. Was führt euch da her? 7 Spofacke waren noch zum Zahlen und 2 Schlachtpummel. Oh ja, mein, das hab ich ganz vergessen. Mein, müsst ihr entschuldigen, gell? Aber ich hab im Moment so viele andere Sachen im Kopf, gell? Gleich. Passt schon. Bist uns ja noch nie was schuldig geblieben. Ja, gell. Gute Freunde, gute Zahler. So, da schaut's her und führt euch. Wir waren aber eigentlich wieder einmal da. Wegen der Braugersten. Ach so? Ja, aber das müssen wir doch nicht jetzt besprechen. Doch? Wir verstehen das nicht. Dein Urgroßvater hat von unserem Urgroßvater allerweil die Braugersten gekauft. Dein Großvater hat von unserem Großvater allerweil die Braugersten gekauft. Dein Vater hat von unserem Vater allerweil die Braugersten gekauft. Und du hast von uns allerweil die Braugersten gekauft. Und dies Jahr? Ja, kauf ich's auch, aber... Ja, das musst du uns aber jetzt gleich sagen, weil sonst müssen wir es einen anderen verkaufen. Was uns leid tat, weil 100 Doppizentner sind ja kein Vogelfutter. Ja. Oder? Kauft das vielleicht woanders? Nein, ich kauf's nicht woanders, aber ich sag's euch dann schon. Ja, aber spätestens in einer Woche müssen wir das wissen. Bis dahin kommen wir schon nur ein paar Mal. Ja, ist recht. Führt euch. Die Tappinger Schwestern wünschen einen schönen Tag allerseits. Ja, führt euch. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Oh, Gott sei Dank sind sie draußen. Wieso steigst du nachher deine Braugersten nicht gleich? Ja, weil ich nicht weiß, ob ich in einem Monat noch Wasser habe und überhaupt ein Bier brauen kann. Was tue ich dann mit 100 Doppizenten Braugersten und hab kein Wasser mehr? Ein bisschen Wasser wirst du noch haben. Ja, aber ich brauche nicht ein bisschen Wasser, ich brauche viel Wasser. Ich brauche kein Rinnsal, sondern ich brauche eine gescheite Quellen. Weil ich brauche für 100 Liter Bier 600 Liter Wasser. Ja, saufst du so viel? Nein, das ist halt so. Also brauchen wir einen Quellen. Genau. Ja,
Ja, dann teilt euch halt die von deinem Bruder. Ja, das ist ja gerade das Problem. Das macht er ja nicht. Ja, hast du schon mal geredet mit ihm, hä? Ja, freilich. Halt nicht so richtig. Also besser gesagt, gar nicht. Ja. Ja, da redet man halt nicht gern mit dem Bruder, gell? Wenn man lebenlang. Okay, jetzt hör doch auf mit den alten Geschichten. Das Beste ist, du gehst gleich rüber zu ihm und sagst ihm, dass das Wasser bis zum Hals steht. Beziehungsweise nicht, sondern groß nur bis zum großen Zeher. Nein. Genau, das gehört ausgeredet. Lef Gutti! Nein! Denk ans Bier! Nein! Denk an uns! Also gut, dann geh ich halt rüber. Und wir zwei gehen dabei zum Mäuzel hinterher und holen uns noch einen frischen Bock. Ja, weil umsonst ist, gell? Du alte Freibierlätschen. Du, der Kübel gleich alte Freibierlätschen. Ja, vielleicht nicht. Da denke ich bloß an deinen Geburtstag. Wer hat denn den gezahlt, hä? Ich nicht. Ja, Sparkasse hat ihn gezahlt. Und das, mein Freund, das kreidel ich dir an, gell? Jetzt red doch nicht so saublich. Ja, ich hab auch Konto bei der Sparkasse, da hab ich mitgezahlt, gell? Das sag ich euch mal, gell? Was gibt's? Oh, Bruder, hast du einen Augenblick Zeit? Es ist wirklich wichtig. Ich muss doch noch einen Sommer seinen Rocken fertig abladen. Ja, aber ich muss mit dir was reden. Okay, was denn? Das weißt du ganz genau. Ja, aber ich möchte es noch mal hören von dir. Ja, ich weiß schon. Du bist der Eterni und eigentlich hättest du einen Müllerbrei kriegen müssen, aber. Um das geht's mir nicht. Mir geht's darum, dass du mir das ganze Leben lang als Hans Wursten behandelt hast. Oder wie jetzt geheißen? Lef Dutti macht das. Lef Dutti tut das. Ich heiß Lenz. Aber für die war ich allebei der Lef Dutti. Aber jetzt ist es einmal umdreht. Das erste Mal in unserem Leben brauchst du was von mir. Und zwar. Dein Wein. Und die kriegst du nicht. Ja, aber wir könnten es uns doch teilen. Du brauchst es doch eh nicht ganz. Ehrlich gesagt, brauche ich das für meinen kleinen Mühlbach gar nicht mehr. Ich hab genug Grundwasser. Ja, gut, dann kauf es da ab. Nein, ich verkauf's nicht. Mir hätten andere das verkaufen, aber nicht dir. Aber ich geb dir doch einen Haufen Geld und dann kannst du endlich die alte Mühle abreißen und kannst da schönes neues Häusl draufbauen. Nein, ich liebe meine alte Mühle. Aus dem Haus bringt mich keiner raus. Da müsst ihr dich schon am Verstand verlieren. Und jetzt, vierte. Der macht mich doch wahnsinnig, dieser Hans Wurst. Da kannst du sagen, was du willst. Der Bock aus dem hinteren Fasel vom Mäuzel schmeckt einfach besser. Ja, der Mäuzel hat aber schon auch allerweil gut nachgeschenkt. Ja, da lasst es sich nicht lumpen, der Mäuzel. Ich mein, noch ein wenig besser schmeckt. Ja, sauber. Ich rede mir um Kopf und Kragen, es geht um meine Existenz und ihr zwei sauft euch da einen Rausch. Nein, das wisst man schon. Alkohol löst keine Probleme. Na, sondern? Er lässt sie gar nicht erst aufkommen. Ja. Ihr Volldeppen. Und ihr wollt meine Freund sein. Das sind wir. Und? Was hat er gesagt, der Lef Dutti? Ja, also ich hab ihn gefragt, ob er seine Quelle nicht teilen möchte. Oder hab ich ihm gesagt, ich kauf's einmal ab, kann er sich ein schönes neues Häusl bauen. Aber nein, hat er gesagt, er liebt seine Mühle viel zu sehr. Da müsste er schon den Verstand verlieren und er verkauft's an jeden, bloß nicht mir. Hm? Ja, und jetzt kannst du nämlich du was einfallen lassen. Da war ich nicht der Schirmer, wenn mir da nicht was einfallen darf. Also, wie hat er gesagt, er liebt seine Mühle viel zu sehr, er verkauft's an jeden außer dir. Und er müsste einen Verstand verlieren. Na ja, da schauen wir mal. Aber das kostet was. Prost! Das ist doch jetzt schon der vierte Halbe. Und? Verhältnis 2 zu 1. Was? Verhältnis 2 zu 1? Ja, das war jetzt gerade meine 8. Weißwurst. Und das ist meine 4. Halbe. Ja, magst du Weißwurst?
Nein, danke schön, weil jetzt ist ja bald Mittag, gell? Schreist mir halt noch, wenn du was brauchst, gell? Ich muss jetzt wieder raus in meine Küche. Ja, ist schon recht, ja. Du redst aber auch nicht grad viel, hä? Warum? Ich hab da vor einer Stunde schon grüß Gott gesagt. Wer bist jetzt nachher du eigentlich? Ich bin der Meutzel. Zuständig für Verkostung, Verprobung, Verbreitung und Verzehr von Bier. Ah, wie ist ja gesagt, das Brauereifaktotum. Ja, so könnte man es auch sagen. Brauereigehilfe. Und das seit 20 Jahren. Und? Wie läuft Brauerei? Gut, passt schon. Hast du deinen heurigen Bock? Schon fertig? Ja, schon. Und? Wie ist denn morgen? Gut. Nicht recht malzig? Nein. Ist er recht hopfig? Nein. Ist er süffig? Ja. Hast du ihn schon hopfelt? Ja. Nächsten probieren? Ja, endlich! War er jetzt doch schon satt? Und? Alles in Ordnung? Freilich! Wer sieht's? Wo siehst du? Ötl, ich hab dich praktisch aufgezogen. Ich kenn den Sohn, ich weiß auch ganz genau, um was das geht. Hast du wieder Glut und zugekocht, hä? Doch die Durchreich geht nicht bloß ein Schweinsbrunnen. Da kriegt man einiges mit in der Küche. Was fragst du dann? Ötl, das braucht dich doch nicht wundern, dass das irgendwann einmal zurückschlägt. In jeder Generation ist der Ältere der Müller frei geworden und der Jüngere hat die Wohl gerührt. Ja, hör doch auf mit dem alten Schmarrn. Ja und? Was willst du jetzt noch machen? Ja, ich warte auf den Bürgermeister und auf den Teufel und meine zwei Freunde, die werden mir dann schon helfen. Weil auf meine Freunde kann ich mich nämlich verlassen. Deine Freunde. Der Bürgermeister hat mehr Erträge am Stecker, als wenn der Gädenbauer auf dem Mistwagen, wenn er zum Adeln fährt. Und der Schirmer, das ist ein Schlawiner, wie es kein Schlawinanter mehr gibt. Gute Nacht, du Sechse. Du geh. Nix gegen meine Freunde. Du und die Kinder jeden Moment kommen. Ja, ich sag schon nichts mehr. Und bevor die kommen, geh ich lieber zum Schlosswirt und zum Schmied und nimm die Bestellung für die nächste Woche auf, falls bis dahin nur ein Bier geben soll. Der jetzt hat. Ja. Oh! Ja, wie schaust denn du halt aus? So elegant, so adrett. Okay, ich freue mich also. Da schau her. Diesen Komplimenten kann ich mich nur anschließen. Okay, ihr macht's mir gleich ganz verlegen, ihr blöden Hund. Was ist mit der Friedellosheit, hä? Nix. Sagt's mir lieber, ob euch was eingefallen ist. Ja, uns ist was eingefallen. Wir haben uns die ganze Nacht was überlegt. Also, was hat er zu dir gesagt? Ja, er hat gesagt, er liebt seine Mühle viel zu sehr. Da müsste er schon einen Verstand verlieren und er verkauft es an jeden, bloß nicht mehr. Also, drei Probleme, drei Freunde, drei Lösungen. Ja, und die möchte ich jetzt hören. Ist dein Bruder daheim? Nein, nein, der ist mit den Rosen über zum Seewald. Das ist gut. Also, pass auf, wir haben uns nein. Ich hab mir da. Stimmt. Also, wenn einer was so gern hat, dann muss man es ihm madig machen. Es muss ein Fluch auf dieser Mühle liegen. Es muss ihm alles dagegen gehen. Und da haben wir uns. Nein, da hab ich mir. Stimmt. Ja. Was ist der Motor der Mühle? Ja, der Mühlstor. Nein, das Mühlrad. Und das müssen wir ihm so sabotieren, das heißt, anseng, dass die Scheidel davon fliegen. Und dazu hat er sich überlegt. Nein, in dem Fall haben wir uns überlegt. Dass wir heute noch, das kostet natürlich extra, ein Mühlrad aushängen. Und dann ist hin. Ja, aber deswegen hat doch seine Mühle aller Wein noch genauso gern. Das ist doch erst der erste Schritt. Der praktische, aber jetzt kommt der spirituelle. Mhm. Und dazu habe ich mich in meine reichhaltige Bibliothek zurückgezogen. Und dabei ist mir folgende Geschichte in den Händen gefallen. Also, unsere Großmutter war in einer Mühle daheim.
Als sie ein kleines Mädchen war, da erzählte man öfter von einem Spuk. Es sollten nämlich früher einmal zwei Schwestern in dem Haus gestorben sein und sich später bemerkbar gemacht haben. Ja, und? Da haben zwei Schwestern einen Müller ausgeistert. Was? Die Dappinger Schwestern waren draußen. Nein, um Gottes Willen, schick's weiter, die können wir jetzt gar nicht brauchen. Nein, nein, nichts da, die hab ich herbestellt. Was herbestellt? Na komm, sei stark, sag, die sollen reinkommen. Du, gell, das sag ich der Fall. Fangen wir bloß nicht wieder mit den Schwestern an. Nächstes Mal schon wieder schmackhaft machen. Ah, sei stark und hock dich hin. Grüß Gott! Die Dappinger Schwestern waren da. Schön, dass ihr da seid. Ich darf jetzt ein bisschen für den Ödl reden, weil er ist das ein wenig peinabel. Es geht um euer Braugersten. 100 Doppizentner wie jedes Jahr. Ah ja. Ja, und der Ödl, der ist da ein wenig charminant und traut sich das nicht sagen, weil ich habe ihm ein günstiges Angebot zugebracht. Aha. Aber er hat nein gesagt. Er hat gesagt, seit Generationen nimmt der Müllerpreis ein Braugerschen vom Dappingerhof. Und da soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Ah ja. Wenn's auch ein bisschen teurer ist, gell, als die anderen. Aber da dafür müsst ihr ihm halt auch ein kleiner Gefallen tun. Ach so! Nein, nicht das, was ihr meint. Oh, ah, nicht! Nein, es geht um was Lustiges. Ein Gaudi, ein Spassettel. Um was? Also, pass auf, es geht um Folgendes. Ah, nein, es ist, glaube ich, gescheiter, wir holen euch morgen ab und erklären euch dann, um was das geht. Ja, ist recht. 100 Doppizentner! Ja, komm, schlag ein, komm! Also gut, 100 Doppizentner eingeschlagen. Also dann, bis morgen. Die Dappinger Schwestern wünschen einen schönen Tag allerseits. Ja und? Was willst du dann morgen machen? Mach deine Augen zu, du kannst mir blind vertrauen. Ja. Was war das zweite Problem? Dass er seinen Verstand verlieren müsse, bevor er was tut. Ja, genau so hat er gesagt. Und auch dazu ist uns was eingefallen. Nein. Mir. Stimmt. Also, wie verliert er mal seinen Verstand? Nein, im Rausch, in der Wut, im Neid, beim Schafkopfer, beim Glücksspiel, beim Schippidupfer. Schau, Ödl, da sieht man wieder mal, dass du vom wahren Leben nicht die geringste Ahnung hast. Bei was verliert ein Mo, also ein älterer Mo, seinen Verstand? Hä? Ja, bei einem jungen Mädel. Ja, aber was hat denn das mit meiner Quellen zum Tor? Was soll denn das für eine Lösung sein? Die Lesung kommt um 3:45 mit dem Zug. Was? Ja. Ich bin 27 Jahre alt, heißt Anni, blond und hat eine schmarrige Figur. Was? Ich kenne mich nicht mehr aus. Dafür hast du ja uns. Stimmt. Ja, das bezweifelt ich. Ihr verzeiht mir doch bloß einen Schmarrn von Ausgeistern, von jungen Mädeln mit schmarrigen Figuren, vom Verstand verlieren. Ja, aber das nützt mir doch alles nichts. Er müsste mir doch sein Quellen verkaufen. Aber er macht's nicht, weil er verkauft's an jeden, bloß nicht mir. Also brauchen wir einen, den er verkauft. Ja, aber den haben wir nicht. Aber wir bräuchten doch bloß so eine Art Proforma-Käufer. Was? Ja, wir brauchen einen, der sagt, Müller, ich kauf dir den Quellen ab. Ich hab da eine neue Idee. Ich möchte da unterhalb der Mühle, im Kapuzinerhäusl neben Mühlbach, ein Heilbad bauen. Mit einer heiligen Quelle, wo es nur ein Heilwasser zum Saufen gibt. Okay, so ein Schmarrn. Im Kapuzinerhäusl darf man weder bauen, noch ist der Mühlbach eine Heilquelle. Und schon gleich gar kein Heilwasser. Das glaubt doch mein Bruder nie. Wer sowas plant, das muss ja ein Volldepp sein. Nein, ein Preis. Was? Ein Preis. Wir werden doch einen Preis finden. Da gibt's doch nur in Bayern, oder? Wir brauchen einen Preis, der sagt, ich zahl dir. Wie viel darfst du denn überhaupt zahlen? Naja, 10.000 Mark, aber nicht mehr. Ja, und um das muss es unser Mann verkaufen. Ja, aber wir haben weder einen Proforma-Käufer noch einen Preis. Sepp Dürkenholzen vom Holz. Aha, ist der Bock rausig gut.
Wer ist denn das? Ja, das ist der Zapfinger Simmerl. Ein alter Spezi aus der Braumeisterschule. Ja, das ist doch ganz gut. Ja, habe ich die Ehre. Servus. Ich bin der Teichelschubs, genannter Schirber, ein Freund vom Brei. Das da ist der Breninger Beppi, Bürgermeister da hier, auch ein Freund vom Brei. Und du bist der Zapfinger Simmerl, auch ein Freund vom Brei. Also sind wir drei Freund vom Brei. Und wir hätten da ein kleines Problem. Was ist? Also pass auf, sagen wir mal Folgendes noch. Ach, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie das eben Gesagte nochmal wiederholen, denn aufgrund widriger Umstände habe ich es nicht verstanden und muss Sie deshalb um die Repetition des eben Gesagten bitten. Ah, was ist? Was den aus, was? Sag einmal, hast du einen Rausch? Ich sehe schon, das wird nicht ganz einfach mit dir, gell? Aber weißt du was, ich gehe jetzt zum Bahnhof rüber und hole die Lösung für Problem Nummer 3 ab und du erklärst ihm dabei, um was das da geht, gell? Was, ich? Ja, freilich, das kannst du schon. Denn die Gemeinderäte verzeihst auch eben Schmarrn. Ja, also jetzt, komm, warte, das geht schon. Also, Zapfinger, dir hat ja der Bock scheinbar recht gut geschmeckt. Drum meine ich, ist gescheiter, wir machen einen kleinen Spaziergang, dann kann er dir alles erklären. Ja, um was geht's denn? Es geht um ein Schlawinat. Um was? Ein Gaudi. Ha? Eine kleine Lumperei. Um was verreckt's? Was? Um was verreckt's? Da bin ich freilich dabei. Wenn es hinterher was zu trinken gibt, gell? Ja, freilich. Geh weiter. Gut. Jetzt pass auf. Wir müssen ausfinden. Ich weiß nicht. Das werden wir jetzt alles ein wenig viel. Was waren Sie da jetzt für eine Remi-Demi? Zuerst kommen mir die breiten Dappinger-Schwestern entgegen, dann der Deppert Schirber und zuletzt der Aufbruch Zapfinger. Ja, ja, Friedl, das sind alles Lösungen meines Problems. Ja, da bin ich gespannt. Pass aber auf, dass die Lösungen deines Problems nicht das größte Problem werden. Nein, da kann ich auf meine Freunde schon blind vertrauen. So, Anni, und jetzt kommen wir mal rein, okay? Jetzt sind wir da, okay? Magst du was zum Trinken? Das haben wir jetzt also. Aha. Ja, ich mein, der Tambus ist nicht, gell? Wir sind halt da am Land, beim Müllerbrei. Magst du ein halbe? Na du, ein Glas Wein wär mir schon lieber, wenn's da einen gibt. Ein Glas Wein? Ja, freilich. Da schau her. Also pass auf, ich hab dir ja beim Hergehen das Wichtigste schon erklärt, gell? Wir sind also da beim Müllerbrei. Das ist der Bruder von Müller, bei dem wir gerade vorbeigegangen sind. Ja, und dem müsstest halt du die nächsten Tage einen Kopf so verdrehen, dass der einen Verstand verliert und sein Quellen verkauft. Es müsste halt schnell gehen, weil wir haben nicht viel Zeit. Aber das darf dir nicht schwerfallen, oder? Prost. Ja, und was stellst du das dann vor? Ja, das ist doch ganz einfach. Und wirst sehen, wenn du dich da mal ein bisschen eingelebt hast, dann gefällt's dir auch. Dann machst du das schon. Oder kannst du das gar nicht vorstellen? Ja, doch, da ist ja recht schön, aber... Also, er macht's. Ich hab mich überlegt. Wer ist denn das? Darf ich vorstellen? Das ist die Stirnhaus-Ani, alias Sohola Schmusatti. Eine hochtalentierte, vielseitig verwandlungsfähige Kleindarstellerin aus dem städtischen Künstlermilieu. Angenehm. Ja, also pass auf, Anni. Jetzt nimmst du deinen Schlüssel, gell, und nimmst dein Zeug und gehst dabei in dein Zimmer auf und ziehst dich um. Zimmer Nummer 4. Ja, ist recht. Bis später dann, die Herren. Ja, sag mal, spinnst jetzt du komplett, hä? Wir haben doch gesagt, wir brauchen eine, die eine Bedienung spielt und einen Leftutti am Kopf vertraut. Dabei kommst du da mit einer messerscharfen Vorstockkonkubine daher. Ja. Da war jeder auf 100 Meter sieht, was los ist. Du, gell, das verbitte ich mir, dass du so über die Anni redst, gell. Die Anni ist eine hochtalentierte, vielseitig verwandlungsfähige Kleindarstellerin aus dem städtischen Künstlermilieu. Was ist die? Ein ganz vulgarantes Randstorflüscherl aus der Stadt ist die, nichts anderes. Ein Flieh
Bitscherl ist ein abwertendes Schimpfwort für freizügig lebende oder promiskutive Frauen, bei denen implizit auch ein unehrenhafter Charakter unterstellt wird. Und genau das ist die Anni nicht. Sondern ein liebes Mädel ist, das uns weiterhilft. Volldepp, bürokratischer. Da gebe ich gleich einen Volldepp, einen bürokratischen, gell? Sag mir lieber, was du mit dem Zapfinger ausgemacht hast. Also, der Zapfinger hat gesagt, der macht's. Weil für seinen Freund, der macht er alles. Der kriegt die schon hin. Er hat erzählt, dass er mal einen Preis schicken als Freundin gehabt hat. Er meint halt bloß, dass Zapfinger Simmerl nicht unbedingt der preisische Name ist. Naja, das ist doch kein Problem. Da findet man doch einen anderen. Ja, ich hab ihm auf jeden Fall ein Geld gegeben, hab gesagt, er sollte nach München fahren zum Loden Meier und sollte sich da Preisengewand kaufen. Was? Du hast ihm ein Geld nicht gegeben und hast ihn in den Staat reingeschickt? Na, hoffentlich kauft er sich ein Gewand und keinen Rausch. Gibt's Probleme? Nein, nein. Wir waren bloß gleicher Meinung und das haben wir deutlich zum Ausdruck gebracht. War mir im Rathaus einmal so. Es ist alles in Ordnung, es läuft alles bestens. Die Tappinger Schwestern sind eingeweiht, der Zapfinger Simmerl ist dabei. Und auf Zimmer Nummer 4 zieht sich die Lösung für Problem Nummer 3 grad um. Ja gut, und mit was fangen wir dann an? Ja, wie ausgemacht. Heute Nacht mit der Sabotage des Müllrades. Ja gut, und wer macht's? Ja, ihr. Ja, aber ich kann doch nicht das Müllradl von meinem Bruder kaputt machen. Und ich kann mich doch nicht als Bürgermeister zu einer kriminellen Tat reißen lassen. Okay, nicht? Also komm, geh weiter. Wir suchen unser Arbeitsgewand und eine Säge und machen das schon. Ja. Apropos kriminelle Tat, gell. Es geht schon mal los. Wir arbeiten eigentlich bei dir im Rathaus alles, hä? Lauter hochqualifiziertes Fachpersonal. Ey, ja, deine gewamperte Tante, deine schwindliche Cousine, deine unehelichen Kinder. Ja, das zahlen alles wir, deine Verwandten. Ja, auf meine Freunde, da kann ich mich schon verlassen. Ja, mein lieber Bruder, es ist zwar ein wenig ein hinterfotzig, was wir mit dir vorhaben. Ich hab's ja anders probiert. Aber du, Hans Wurst, wolltest ja nicht. Na, und jetzt machen wir's halt anders. Grüß dich! Du musst der Öttl sein. Ich bin die Anni. Die Stirnhauser Anni. Ich bin der Hopföttl, der Hopfhauser, der Mooröttl, der Moorbreiöttl, der Brei. Grüß dich. Also du bist mir vielleicht einer. Ja, der Schirber hat mir schon alles erzählt. Bist du auf die Idee gekommen, dass ich deinen Bruder an den Kopf vertragen soll? Nicht direkt. Also, der Schirmer hat gesagt, dass ich jetzt bei dir da quasi die neue Bedienung bin und halt bei der Gelegenheit eine nähere Bekanntschaft mit deinem Bruder machen soll. Ja, nähere. Muss man halt dann sagen, wie das geht. Weil eine Bedienung habe ich halt noch nie gespielt. Ich meine, wenn ihr Gespusi spielen müsstet, dann tat ich mir schon leichter. Als Gespusi tat's dir leichter? Ja, weil ein Gespusi, das hab ich halt schon oft gespielt. Nur Bedienung war ich halt noch nie. Muss man halt dann sagen, wie das geht, gell? Ja. Aber ich mein, so schwer kann das ja nicht sein, oder? So, bitte sehr, der Herr, was darf's denn sein? Ein Bier? Aber gerne, kommt sofort. Ach, und was darf ich denn der Dame zum Essen bringen? Ein schöner Schweinsbraten oder ein Hackbraten hätten wir heute. Oder ein gefülltes Brüsterl. Hohoho, gefülltes Brüsterl. Ach, Mann. Und was will denn der kleine Bubi, ha? Mag er vielleicht ein Kracherl oder ein Steckerleis? Und was darf ich der Oma bringen? Vielleicht ein Süßweinerl? Ja, ist es nicht. Ja, das ist die. Ich bin die Anni und quasi die neue Bedienung da. Und ich bin die Friedel und ganz gewiss die alte Bedienung. Was soll denn das? Ja, das ist unsere neue Bedienung mit dem gefüllten Brüstel. Ja. Dann kannst du gleich mitgehen zum Steckpolieren. Steckpolieren? Ja, geh nur mit der Oma. Herr Geweider! Ja?
Anni. Stirnhauser Anni. Anni Stirnhauser. Also, auf geht's. Komm, gehen wir rüber. Wo ist denn der andere? Hey, hey, was machst du mir da? Es gibt für kein Bier mehr. Wo ist denn der Ötl? Ja, der hockt schon den ganzen Abend hinterm Haus auf der Hausbank und schaut in den Sternenhimmel rein. Vielleicht geht's ihm nicht gut. Ja, der wird dir erst nicht schlapp machen. Auf geht's, packen wir's. Also, komm, auf geht's. Also. Du, wo fahren wir noch? Ja, um, da, da. Da, 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 da. Aber leise, gell? Ja, freilich, leise. So hast du mal. Halt! Hey, nicht so laut! Ja, was heißt doch nicht so laut? Ich kann bloß sägen oder nicht sägen! So nicht weiß ich sägen jetzt! Sie können die unter noch! Nein, da krieg ich noch die Fürst! Ey, hey, wieso? Das haben wir sauber gegangen. Das war schon unsere Idee, gell? Ja, stimmt. Und arbeite jetzt bei deinem Bruder. Ach so. Ja, der Schirber hat mir das zugebracht. Ach so, der Schirber? Ja, der Schirber. Ich bin die Nichte vom Schirber. Ach, da schau her. Der Schirber hat eine Nichte und dieses ohrschichtiges Einzelchen. Ja, und das bin ich. Das ist ja interessant. Und drum bist du zu mir gekommen? Nein, natürlich nicht. Ich soll ein Mei holen. Ein 4-5er Mei und ein Dunst. Ah, macht Spaß. Spaßen? Mit dem Dunst. Der Dunst ist ein Spaßmei. Okay, was du als weißt. Okay, was ich als weiß, als Müller. Ja. Da, hast du's. Danke. Kommst du wieder einmal? Gern. Aha. Magst du das probieren? Was? Ja, die Spatzen. Ein Kalbsrahmbraten gab's dazu. Soll ich dann bringen? Ja, gern. Also gut, dann bis später. Na, da schau her. Mein Bruder hat eine neue Bedienung, die Anni. Am Schirber sei Nichte. Mein lieber Schirber, das riecht 100 Meter gegen Wind. Brei! Brei! Ja, Annilein! Was ist denn? Er springt nicht an. Wie? Ja, dein Bruder. Ja, das habe ich am Schirber gleich gesagt, dass das nicht geht. Also, ich sehe schon, da muss ich mich noch viel mehr bemühen. Nein, das brauchst du nicht. Ja, aber ich soll doch nicht. Ja, aber was ist dann, wenn du in ihn verliebst? Nein, das kann nicht passieren. Grauhaarige und blatterte, die mag ich nicht. Grauhaarige? Mein Anni mag keine grauhaarigen. Graue Haar. Spieglein, Spieglein an der Wand. Eitle Männer, kein Verstand. Red doch nicht so saudum daher. Ich hab halt da was. Ja, ich kann mir schon denken. Hast du vielleicht was im Auge? Ja, ich hab was im Auge. Hat's zwei Haxen? Ein Schwan. Friedel? Du Friedel, soll ich einen Braun noch mal aufgießen? Du tut deine Bratzen von meinem Braun weg. Hab's ja grad gut gemeint. Ja, aber Annilein, warum kümmerst du dich denn um einen Braun auch noch? Das musst du fein nicht. Ja, doch. Der muss doch halt besonders gut werden.
Ich habe am Lef Tutti versprochen, dass ich ihm heute Mittag einen bringe. Nein, das brauchst du nicht, weil mein Bruder, der ist ja Selbstversorger. Ja, doch. Ja, ich brauch doch wieder einen Grund, dass ich übergehe zu ihm. Nein. Ich soll mich doch hinwandeln an ihm. Du, und da ist mir doch jede Gelegenheit gerade recht. Das muss nicht sein. Ja, doch. Und fürs nächste Mal, da lass ich mir dann schon noch was einfallen. Halt, Anni. Wie hast denn du das vorher gemeint mit den grauen Haaren? Ja, mei. Ich mag halt keine alten Männer mit grauen Haaren. Und mein Gräß sollte er halt auch haben. Aha. Oh mei. Ab wann ist eigentlich ein Mo alt? Mädel hab ich dir recht. Hör doch einmal die Nüssen auf. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich verkehrt bin. Was ist denn mit euch los? Hat's hingehaut? Ah, nix. Der Lef Tutti ist aufgemacht und uns hat's im Bochen eingehaut. Mie? Was mie? Mie hat's im Bochen eingehaut. Du hast ja bloß nasse Füße gekriegt und jetzt bist du krank. Stimmt. Ja. Typisch Politiker. Kaum kriegen sie mal nasse Füße, schon sind sie verschnupft. Ja, ganz. Ganz gut, mein lieber Schirber. Das erste Problem ist also schon einmal nicht gelöst. Und wo bleibt der Zapfinger? Ein Zapfinger? Den habe ich gestern noch gesehen, wie der Spade aus der Stadt heimgekommen ist. Und einen Haufen Tüten hat er dabei gehabt. Ja, hoffentlich packt er das. Ja, das packt er schon. Aber, Diri! Wunderbar! Göttl, das sag ich dir, das mach ich nur, weil du mein alter Freund bist. Ach, die Verkäuferin hat mich auch gefragt, warum mir als Bayer so eine Pressegang kaufen. Ja, was hast du dann gesagt? Sag ich Maschkara, Maschkara. Aber das eine sag ich halt, gell? Das mach ich bloß einmal. Also auf geht's, packen wir's, wenn wir's hinter uns bringen. Was muss ich denn überhaupt machen? Also pass auf, du gehst jetzt zum Lef Tutti rüber und sagst ihm, dass... Also gut, ich geh rüber, sag, habe dir die Lef Tutti, ich kauf dir deine Quelle. Nein, du bist doch ein Preis. Und ein Preis, der regt doch viel mehr, verstehst? Das musst du preisisch sagen. Also pass auf, du musst sagen. Guten Tag, Herr Lef Tutti. Angenehm. Ich bin gerade auf der Durchreise und gastiere beim Müllerbräu. Ich komme von der Firma Sprudelquell Heilung Schwefelbäder GmbH und Coca G nach dem Motto, Kneipen war gestern, Sprudelquelle ist heute. Und auf Zufall wurde ich auf Ihre Müllerquelle aufmerksam. Und ich kann Ihnen hier und heute ein für Sie interessantes Angebot machen. Wären Sie unter Umständen bereit, unsere Firma Ihre Quelle zu veräußern? So muss das sein. Ja, sag ich doch, ich kauf dir deine Quelle. Ja. Preis. Und ein Preis, der regt noch viel mehr. Verstehst? Also probier's einmal. Auf geht's. Also gut. Tag, angenehm. Ich bin der Zapfinger Simmerl. Nein! Ein Preis heißt doch nicht Zapfinger. Ja, wie heißt noch mal so ein Preis? Nein, wie heißt der Preis? Wie heißt der Preis? Jupp, Uwe, Jonte, Fiti, Matthias. Matthias? Das Eilung mit Nachnamen Herig, oder wie? Nein, zum Beispiel. Piepenbrink oder Peckelhof. Nein, was? Juckenhöfel. Malte Juckenhöfel. Wie kommst du jetzt auf den? Ja, ich hab einmal auf der Wiesn eine Brente oder so geheißen. Na gut, dann nehmen wir halt den. Also, auf geht's, viel Glück. Also gut, nur einmal, jetzt lieb, gell? Halt, wie heiß ich? Juckenhöfel. Malte Juckenhöfel. Juckenhöfel, oh, ist schon gut. Ja. Hoffentlich geht dies gut. Nein, das geht schon gut. Herrgott, der schreckt mich doch nicht so. Das kriegt ja schon hin, der ist doch nicht blöd. Apropos blöd. Die Tappinger Schwestern müssen wir noch holen, mit denen müssen wir schon noch proben. Ja, da hast recht, wer aus dem Stegreif können die nicht geistern. Obwohl, ausschauen werden schon noch. Jetzt schleicht euch doch einmal endlich. Ja, du schaust auch aus wie ein Geist. Dabei war es gescheiter, du darfst deinen Geist einmal einsetzen und darfst dir was einfallen lassen für unsere Gemeinde. Du, ich hab mir schon was einfallen lassen für unsere Gemeinde. Eine Maut für die Gemeindestraßen, da zahlst nämlich du dann auch. Was, eine Maut für die Straße? Du spielst da bei uns in Bayern, ja, du hast einen Punkt.
Was ist jetzt los? Guten Tag, Herr Lufthetti, Left Hutti. Angenehm, mein Name ist Malte, Malte Juckenhöfel. Ich bin momentan auf der Durchreise und gastiere hier im Müllerbräu. Ich komme von der Firma Sprudelquell. Schwefelbäder, Heilbäder, GmbH und Coca-Cola unter dem Motto Kneipp war gestern, Sprudelquell ist heute. Und durch Zufall wurde ich auf Ihre Müllerquelle aufmerksam. Und ich kann Ihnen hier und heute ein für Sie interessantes Angebot machen. Geht doch. Angebot? Was ist mit Angebot? Herr Left Hutti, haben Sie nicht einen Schnappes für mich? Ein was? Na, einen Schnappes. Ach so, ein Schnaps? Ja, wie gesagt, ich bin auf der Durchreise und gastiere hier im Müllerbräu. Ja, und da habe ich im Gespräch mitbekommen, ich verstehe ja sehr gut bayerisch, dass Ihr Bruder größtes Interesse an Ihrer Quelle hat und diese zum Verkauf steht. Nein, mein Bruder hat zwar großes Interesse an der Quelle, aber sie steht jetzt zum Verkauf. Was gab denn der? Ich bin doch gar Hans Wurst. Nein, Sie sind Hans im Glück, weil ich da bin. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man schon einiges aus Ihrer Quelle machen kann. Vor allem können Sie Ihrem Bruder dabei eines auswischen. Prost! Stößchen! Mein Bruder, was auswischen? Ja, ja, Prost! Prösterchen! Wie, wann ist es das? Ja, meine Firma hat noch aus jedem Ringsal einen Geldregen gemacht. Lecker, dieser Schnäppes. Bitte noch einen. Der wärmt von innen und tut von außen so gut. Nein, zum Einreiben ist der nicht. Nein. Selbstverständlich nicht, Herr Leftotti. Wie gesagt, schön haben Sie es hier. Ja, wollen Sie denn die Quellen vielleicht einmal anschauen? Freilich. Ich meine, na klar, dann kann ich Ihnen alles Nähere vor Ort erklären. Naja, das müssen Sie mir schon noch mal genau erklären, weil so ganz verstanden habe ich das noch nicht. Ich auch nicht. Ich meine, das wird sich alles aufklären, Herr Leftotti. Das alles verstanden. Ja, das haben wir jetzt alles verstanden. Wir sollen also an Leftutti ausgeistern. Das wäre der Riesengaudi. Ja, das wird's. Warum eigentlich? Was, warum? Warum man ausgeistern sollen? Warum? Ja, warum? Warum? Ja, weil ihr kennt doch bestimmt die Geschichte von den zwei Schwestern aus Wernsmühl. Na? Freilich, da war die zwei Schwestern beim Müller geistern. Ah ja, die hat uns unsere Mutter immer vorgelesen. Ja, seht's, und der Leftutti, der glaubt es nicht. Oh. Und jetzt haben wir mit ihm um zwei Spaffhacken gewählt, dass das doch gibt. Gell, das wäre der Gaudi. Ja, das wäre der Gaudi, das wäre gut. Ich hab da alles zusammengepackt, was braucht zum Geistern. Und jetzt geht's näher in das hinterste Zimmer und probiert es einmal aus, gell? Ja. Sag einmal, wo kauft's denn jetzt dann die Spoffacke? Ja, bei euch. Ja, dann. Gehen wir. Herr, wie war doch gleich Ihr Name? Mein Name, Juckenhöfel, Malte. Ja, gut, und ich bin der Lenz. Ja, also, Herr Malte, das habe ich jetzt schon verstanden, aber bevor wir weiterreden, wie viel darf das denn zahlen? Na, sagen wir 10.000 Mark? Nein. Da müsstest du schon ein paar Tausend da drauflegen, gell? Sonst könntest du so gleich meinen Bruder verkaufen. Au weh! Da muss ich aber jetzt gleich mit meinen Leuten darüber sprechen. Ja, das machen sie. Ja, bis später, Herr Leftutti! Wie wollte der das machen? Der kriegt doch niemals eine Baugenehmigung fürs Kapuzinerhäusl. Mitten im Wald ein Heilbad. Ja, niemals. Und heilig ist meine Quelle auch nicht. Ich weiß nicht. Das muss ich mir schon noch genau überlegen. Aber schön war schon, wenn ich meinen Bruder was auswischen könnte.
kennst du nachher gern noch mit einem Schmarrn da. Ja, warum? Ist was schiefgegangen? Was heißt da schiefgegangen? Da ist doch noch gar nichts losgegangen. Da hat es doch schon einen Preis. 10.000 Mark geht da gar nichts. Da muss ich schon noch ein paar Tausend drauflegen. Das läuft ja ganz gut. Ja, also gut, dann gehst du jetzt noch hinüber und sagst ihm, dass der Brei, nein, nicht der Brei, deine Firma nur ein paar Tausend da drauflegt. Nein, jetzt schnupf ich erst einmal ein Bier. Und dann lege ich vielleicht noch ein paar drauf. Ja, da tue ich auch nicht. Ja, also jetzt warte mal. Also. Wo ich? Ötl, was ist los? Wie läuft's mit der Anni? Hat er schon anbissen? Was heißt denn da anbeißen? Der braucht doch nicht anbeißen, meine Anni. Der ist doch viel zu alt für sie, für die. Die Anni. Du, sag einmal, Anni, was ist denn da los? Tut sich da was bei dir, hä? Ein Schmarrn. Da tut sich doch nichts bei mir. Hab ich vielleicht was versandt, hä? Nein, ein Schmarrn. Du geh, verzeih mir für ein Jahr keinen Kass. Weil da dafür bin ich schon viel zu lang im Geschäft. Aber mach da keine falschen Hoffnungen. Die Anni mag keine grauhaarigen alten Männer. Und nur dazu, die Falten haben wie schwangere Ringwürmer. Und so einen laufenden Meter schon gleich gar nicht. Frieda! Ja, was ist denn schon wieder? Mach mir einen Termin, mein Bruder. Möchtest du dich schröpfen lassen? Was für den Reis, Matthias? Nein, er soll mir meine Haarfärben schneiden. Und dann bringst du meine Sonntagsschuhe zum Schustern über. Wieso denn? Ich fällt doch nichts. Ja, der soll zahlen auf Doppeln, also mindestens 30 Zentimeter. Ja, der Bader hat gesagt, das war gut für mein Kreuz. Der Mann, die war aber Wärmflaschen gescheiter. Ja, die macht mich auch nicht größer. Die macht's auch nicht besser. Ich weiß schon, was dir fällt. Hier ist der Saft in die verkehrte Richtung geschossen. Wollten wir schwangern die Ringwürm? Aber da hab ich doch was gelesen. Moment. Da. Botocenter. Annilein. Gesichtscreme für die reifere Haut. Ideal. Brei, du hast mir geschrien. Anni, ja? Sag doch Ötl zu mir. Brei, das klingt so unpersönlich. Mach ich gern. Also Ötl, was brauchst du? Anni, darfst du mir eine Dosen Botocenter aus der Apotheke holen? Eine Faltencreme? Ja, weißt du, ich hab da so raue Haut. Stimmt. Darfst du was bitte holen aus der Apotheke? Ja, aber wieso holst du das denn nicht selber? Ja, weil das halt blöd ausschaut, wenn ich als Mo eine Faltencreme. Ach, und das schaut nicht blöd aus, wenn ich als ein junges Mädel eine Faltencreme hol. Stimmt. Da hast du deine Sonntagsschuhe. Ja, zum Schuster damit und dann gehst du in die Apotheke rüber und holst mir eine Dosen Botocenter. Bei dir fällt's nicht mehr auf. Was? Also, weißt du, ein bisschen spielen tust du vielleicht schon? Ja, jetzt. Geh! Soll ich dir deine Zapferl anklappen? Schleich dich! Was ist denn mit dem? Weiß ich nicht. Du reißt dich voll zusammen, gell? Ja. Herr Lefthutti, ich habe gute Neuigkeiten. Meine Leute legen noch ein paar Tausender drauf. Gut, dann werden wir uns da schon einigen. Aber erst noch einmal, Sie wollen tatsächlich im Kapuzinerhäusl Ihren Heilbau bauen? Na klar. Und dafür haben Sie eine Baugenehmigung? Aber sicher doch. Die möchte ich gern sehen. Ja. Die ist aber drinnen in meinem Zimmer. Dann gehen Sie doch mal hinüber und holen Sie mir die Baugenehmigung und legen Sie sie mir vor. Ja, Herr Lefthutti. Himmel, Herr Gott, sagt Sie mich noch einmal. Jetzt greift mich nachher nicht mehr, jetzt können Sie mich nachher gern haben. Jetzt schnappen wir einen Bürgermeister wegen der Baugenehmigung. Annilein. Ja? Anni, sitz dir mal her da. Das wird der Friedl aber gar nicht recht sein. Ja, die hat da nichts zum Sagen. Anni, ja. Ich hab mir das jetzt überlegt und ich muss dir das jetzt einfach sagen.
dass du nicht bloß eine sehr hübsche, sondern auch eine sehr gute Bedienung bist. Und wenn du auch noch gar nicht lang da bist, so kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du einmal nimmer da bist. Und drum habe ich mir überlegt, ob du nicht für immer da bleiben möchtest. Für immer? Ja, für immer. Also kurz gesagt, kannst du dir vorstellen, dass du bei uns bleibst und quasi zur Familie gehst? Wer meinst du jetzt das? Ja, weißt, ich hab ja sonst niemanden. Und wenn du da warst... Also das kommt jetzt vielleicht schon ein bisschen überraschend. Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber ich mein, kannst du dir das grundsätzlich vorstellen? Das darf man schon lange. Grundsätzlich? Was soll ich da jetzt sagen? Grundsätzlich? Ja. 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 Anni! Ey, bring jetzt dein Bruder was zum Essen, ja? Ja! 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 Anni! 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 Sag einmal, geht's eigentlich noch, hä? Was ist denn los? Du, gell, wenn fall da mit der Anni irgendwas läuft, da krieg ich vielleicht dann was, gell? Weil die Anni, die ist aus meinem Sortiment. Um jeden Preis der Welt. Du und die Anni. Das kann ich mir schön vorstellen, wenn du dann bei ihrem Vater um ihre Hand anhältst. Was sagst du denn da, wie alt das bist? Hä? Was soll ich meinen? Der wird meinen, du kommst von die Kriegsgräber oder vom Veteranenverein. Was willst du denn überhaupt? Ein Problem haben wir. Ja, dafür habe ich ja die. Was ist denn los? Dein Bruder, mein Lieber, das ist ein ganz ausgefuchster. Jetzt möchte er die Baugenehmigung sehen. Ja, dann sag's ihm halt. Ja, die haben wir aber nicht. Ja, dann besorg ich doch nicht. Das kostet aber was. Ja, das zahlt. Was kostet denn das? Na ja, der Bürgermeister hat gemeint, das kostet so eine kleine Sondergebühr, weil sie auf dem kurzen Dienstweg erledigt werden muss. Ja, das zahl ich dann schon. Geht er weit zu, ich hab jetzt ganz andere Sorgen. Ich mein, oder weil. Der hat den Verstand verloren. Leftutti! Leftutti! Anni, grüß dich! Grüß dich, Leftutti. Ich bring dir einen Kalbsbraten mit den Spatzen. Frisch gemacht von der Friedel. Oh, ein Kalbsbraten von der Friedel. Den hab ich schon lange nicht mehr gekriegt. Was ist denn los? Ja, mei, ich schau halt nach dir. So, du schaust nach mir. Eins muss ich dir sagen, wenn ich jünger war, du kannst dir meinen Verstand rauben. Warum? Das geht doch im Alter auch noch. Ja, lieb von dir. Aber bemühe dich nicht. Ich freue mich, wenn du kommst. Echt? Ich freue mich, wenn du da bist. Ja. Ich darf mich freuen, wenn du da bleibst. Also dein Bruder darf mich gern da behalten? Das freut mich aber. Ich überleg mir's. Ernsthaft? Anni, du machst mich zum glücklichsten Menschen auf der Welt. Ja! Ja, nicht deppt, was willst du hier schon wieder da? Wittl, schau her. Jetzt habe ich die Baugenehmigung. Da, du, die ist aber bloß pro forma, gell? Die wird dann auch wieder zerrissen. Das tat das uns gerade so ausschauen, als da die krumme Sachen machen. Ja, das hast du noch nie gemacht, gell? Noch nie. Soll ich mal ein bisschen in deine Akten stäubern, hä? Na gut, dann ist ja wenigstens das Problem gelöst. Noch nicht ganz. Ja, was ist denn das? Rechnung. Was jetzt schon? Weile? Na ja, tu es ja. So ist dann schon. Ah, und du, Zapfinger, du bringst dir die Baugenehmigung rüber. Nein, jetzt schnupf erst einmal ein Bomas Bier. Ja, du, das ist eine ganz gute Idee. Aber könnte man halt ausnahmsweise mal zum Schmiedwirten übergehen? Nicht, dass wir heute Nacht noch die Tappinger-Schwestern begegnen. Das war recht, dann schnupf mal halt beim Schmied mit der Bomas. Ja, da schnupf ich auch mit, das ist nicht gut für meinen Kanal. Du, geh ja, Freund. Und ich tram von meiner Anni.
sind die Schwestern aus Wernswil. Ahoi! Ahoi! Miller, Miller, gib jetzt acht, die letzte Stund um Mitternacht. Deine Mühle steht bald still, wir sind die Schwestern aus Wernswil. Ahoi! Ahoi! Grüß euch, Dappinger Schwestern! Wir haben uns der jetzt Kind? Sag's meinem Bruder einen schönen Gruß. Selbst mit dem Schmarrn kann ich mir mein Mühl nicht abspenstig machen. Ich bin doch keins wurscht. Er kriegt die Quelle nicht. Nie und nimmer. Und jetzt schon gleich gar nicht. Lieber gib es ja dem Ausländer. Es wieder, wo steht denn es wieder? Ich find's grad nicht. Also, trocken, heiter bis wolkig, teilweise regnerisch, warm mit kühlem Westwind. Ja, dann wird's ja schon wieder. Ja, dann kann man ja ein bisschen rausfahren. Apropos rausfahren, wo wohnen eigentlich deine Leute? Meine Eltern, die sind schon gestorben. Ja, dann hast du ja gar keinen Vater mehr. Ob man denkt, das hast du gewusst? Du machst das deswegen? Ja, dann brauchen wir ja bloß noch einen Termin. Ein Termin? Ja, und feiern werden wir dann oben im Preissaal. Was feiern? Ja, da bin ich doch dann stolz drauf. Das können doch dann alle sehen, wer du dann bist. Ja, also gut. Wegen mir können wir ruhig feiern. Aber jetzt geh ich erst einmal einkaufen. Und wenn's wiederkommt, dann frag ich's ganz offiziell. Warte, ich geh's dann tüftig. Du, aber jetzt gehst nimmer und zeig dir die Baugenehmigung, gell? Und mach ja keinen Fehler, dass wir die Sache jetzt schnell zum Ende bringen, gell? Ja, und wenn er nur was fragt. Nein, da gibt's nichts mehr zum Fragen. Die Baugenehmigung ist rechtskräftig. Alle haben auf ihre Einsprüche verzichtet. Schau her. Da ist meine Unterschrift drauf und der Siegel auch. Gibt's wer? Und dann sagst du ihm, der Vertrag liegt zur Unterschrift bereit. Ja, und wo ist nachher der? Ja, der ist noch in Arbeit. Also gut, nachher geht's. Halt, halt! Wie heißt ich? Kratzer? Nein, Juckenhövel. Malte Juckenhövel. Geh weiter, wir holen den Vertrag auf. Herr Left Hutti, Herr Left Hutti! Malte ist hier. Malte mit der Baugenehmigung. Unterschrift. Hm? Siegel vom Bürgermeister. Hm? Ja, das hätte man nicht gedacht. Hm. Ein Heilbad im Kapuzinerheizl. Das ist aber schnell gegangen. Sehen Sie, die Preußen schießen eben doch schneller. Und der Preis? Wie bitte? Ich meine, der Preis? Nein, sagen wir 15.000 Mark. Na ja, ist gut. Gut, dann hole ich den Vertrag zur Unterzeichnung. Halt! Wäre es Ihnen auch möglich, dass ich den Vertrag drüben im Biergarten unterzeichne, bei meinem Bruder? Selbstverständlich. Grundsätzlich ja, aber warum? Es ist mein Bedürfnis, die Quelle vor den Augen meines Bruders zu veräußern, respektive Hermann Hahn obdran. Ist gut. Und hinterher können wir dann ein paar Muasserl trinken. Ja, oder so. Spieglein, Spieglein an der Wand, der alte Depp im Hochzeitsgewand. Jetzt hat er gar keine Flasche mehr im Tragen. Mei, wo bleibt's denn? Wo ist's denn? Grüß Gott! Wie schaust du denn aus? Ist jemand gestorben? Nein, ganz im Gegenteil. Es beginnt ein neues Leben. Anni, sitzt immer hier da. Anni, du hast doch gesagt, dass du dir vorstellen kannst, dass du
bei uns bleibst und zur Familie gehst. Ja. Bei Anni, kannst du dir auch vorstellen, dass dies alles einmal dir gehört? Ja. 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 Anni, dann frage dich jetzt. Willst du mich heiraten? Was? Heiraten? Ja, ich hab mir gedacht, du willst mich adoptieren. Ja, dann, auch gut. Dann machen wir es halt so. Ja, was ist denn da los? Ja, also, ich geh dann lieber einmal. Du, Ettel, wir hätten jetzt den Vertrag da. Ja, was denn für ein Vertrag? Den Vertrag für die Quellen. Ja, es gibt Wichtigeres im Leben als eine Brauerei. Na, sag einmal, spinnst jetzt du jetzt komplett? Ha? Jetzt hab ich die ganze Sprache mitgemacht, jetzt werden wir auch durchgezogen. Eine Gemeinde schickt dich. Der Lef Tutti kann jeden Moment kommen. Ja, auf geht's, komm, deine Brauerei ist gerettet. So, Herr Juckenhöfel. Ich bin zur Vertragsunterzeichnung bereit. Herr Lef Tutti, Herr Lef Tutti, bitte kommen Sie. Hier ist der Vertrag, wie besprochen. Bitte setzen Sie sich, bitte unterzeichnen Sie. Ja, gut. Und hinterher können wir dann was trinken. Fräulein Anni. Ja, gern. Müllerquelle, verkauft, veräußert. Nutzung, Heilbad, 15.000. Wissen Sie, Herr Juckenhöfel, ich verkauf's ja gern. Im Grunde genommen brauche ich's ja gar nicht. Bei mir läuft so viel Grundwasser zusammen, für mein bisschen Mühlbach langt das. Und das Geschäft ist auch nicht mehr das Beste. Und mit dem Geld kann ich mich dann zur Ruhe setzen. Bruder, dass du sowas machst. Ja, jetzt hab ich mal was gemacht. Ja, das ist aber dann schon klar, dass da meine Brauerei nicht mehr gibt. Ja, das ist am Lef Tutti klar. Ja, grüß euch. Ja, Zapfinger, bist du alle weiter da, hä? Ja, wie viel Maß hast du denn heute schon, hä? Wie schaust du eigentlich aus? Was? Was, Zapfinger? Wer ist denn da der Zapfinger? Ja, er. Der Zapfinger sind wir. Dein Bruder, sein alter Braumeister-Späßl aus der Hollidau. Dein Braumeister-Späßl? Ja, du Drehkami, du Mistiger. Da hinter schotziger Komödiant. Deine ausgemachte Lumperei ist ein Golli. Ja, hab ich jetzt was falsch gesagt? Du hast nichts falsch gesagt. Bruder, du niederträchtiger Kierbeutel, du. Ja, aber es ist mir doch bloß um meine Brauerei. Deine Brauerei, wenn dann meine Brauerei, oder zumindest unsere Brauerei, weil zugestanden war es mein Leben lang, aber da täuscht die. Die kannst du dir jetzt zusparen. Ich bin doch nicht euer Lef Tutti. Was machen wir denn jetzt? Ich mach gar nichts mehr. Mir langt's. Ja, aber du hast das doch gehört, wie er gesagt hat. Unsere Brauerei. Der möchte halt, dass du ihm die Hälfte von der Brauerei gibst. Gib's ihm halt. Ja, niemals. Gib doch nicht dem die Hälfte von meiner Brauerei. Das ist doch ein Schmarrn. Jetzt gib's ihm halt einfach. Sei halt einmal vernünftig. Anni. Und wenn du das mir jetzt lieb machst, bitte, mir jetzt lieb. Dir jetzt lieb, Anni. Mir jetzt lieb. Also gut. Dir jetzt lieb, Anni. Linz! Linz! Anni, du bist schon verreckt. Dem einen hättest du den Verstand Raum sollen und dem anderen hast du ihn wieder zurückgebracht. Ja, mei, so ist halt die Anni. Du geh, reiß dich halt bloß zusammen. Lef Tutti! Hä? Linz. Unser Brauerei. Unser Brauerei. Und das Heilbad könnten wir miteinander bauen. Wasser haben wir genug und die Baugenehmigung auch. Deichel, da haben wir einen Schlechtchef gemacht. Ja, der ist ja noch viel ausgehauen wie wir. Ja, ab sofort müsst ihr euch einen anderen. Lef Tutti. Suha.
Thank you.